Ja, hallo zusammen. Wir wollen heute mal eine Internetseite kopieren, beziehungsweise eher das Design kopieren. Das wird dann natürlich dementsprechend die ganze Seite sein. Und ich wollte euch heute mal zeigen, wie man sowas macht. Wir machen das Ganze, um einfach ein gewisses Practice oder ein gewisses Gefühl dazu bekommen, wie man Dinge ja, designen kann, beziehungsweise wie man ja, HTML-Code richtig benutzt, um halt dementsprechend dann die Seiten zu designen zu können und anzupassen. Ich habe mich jetzt heute für die Internetseite Rocket Internet entschieden, weil ich diese Seite richtig cool finde. Ich finde, die ist richtig schön aufgebaut und wie ihr das selber machen könnt, beziehungsweise wie ihr das genauso machen oder schaffen könnt, um auch das Design und so weiter dabei zu halten, werde ich euch heute zeigen. Grundlegend fangen wir heute damit an, ja, die Elemente aufzubauen, zu entwickeln. Das heißt, hier auf der Startseite haben wir ja grundsätzlich mal drei Elemente. Wir haben jetzt hier den großen Header mit dem Logo, mit dem Menü. Wir haben hier eine große, ja, ein großes Bild mit Text drinne und wir haben einen Footer, der ist auch nochmal ziemlich groß und ja, haben hier jetzt so ein ja, Business-Text, das heißt der Text, nach dem man wahrscheinlich auch in Google suchen kann und man würde auf diese Seite stoßen. Haben hier noch so ein paar Footer-Links und sehr viel ist auf der Startseite sogar noch nicht mal zu sehen. Das heißt, grundsätzlich ist ja auch zu sagen, diese Startseite ist sehr minimalistisch gehalten. Es gibt sehr viele Seiten, die nicht so aussehen und das ist ziemlich schade, weil das ist auch genau das, was momentan im Trend ist. Das heißt, wir wollen minimalistische Seiten schaffen und wir wollen halt den Besuchern ermöglichen, so viel wie möglich, aber so wenig wie möglich äußere Eindrücke zu schaffen, so dass man zielstrebend auf dieser Seite sich navigieren kann. Wir sehen jetzt hier, das sind unsere Navigationslinks und unter dieser Seite würden wir dann halt mehr Informationen kriegen. Schauen wir jetzt mal hier. Hier ist die Seite natürlich schon voller. Aber die Startseite sollte so genauso wie jetzt hier auch minimalistisch gehalten werden, so dass man als Besucher direkt weiß, was man einen erwartet, ja. Dazu arbeite ich jetzt hier in Atom. Das ist ein Standard-Editor mittlerweile, den sehr viele benutzen. Und ich habe jetzt hier schon mal die Grundstruktur aufgebaut. Wir haben hier einen ganz normalen HTML-Aufbau, HTML5. Das erkennt man meistens eigentlich schon direkt hier dran, dass in der ersten Zeile so ein Doctype HTML steht. Das bedeutet dann direkt, dass man HTML5-Elemente verbauen kann. Genau. Was ich noch gemacht habe zu Anfang ist, ich habe eine Less-Datei, das ist die hier, die werden wir auch größtenteils jetzt erstmal benutzen. Die compilet sich zu dieser Main-CSS-Datei, also mit CSS-Dateien habt ihr sehr wahrscheinlich schon gehört. Und ja, das wird halt compressed, compiled und das würde jetzt noch keinen großen Unterschied machen, wie groß die CSS-Datei ist, aber wenn sie kompiliert wird oder minifiziert wird, dann ist das schon ein erheblicher Unterschied. Gut, dann wollen wir auch direkt jetzt mal anfangen. Jetzt verschwindet der Text natürlich hier direkt schon. Wie schon erwähnt, wir haben hier diese drei Abschnitte. Wir haben einmal der Header, dieses große Image, dieser große Container und mit dem Text und der Footer. Das heißt, wir würden dementsprechend jetzt hier erstmal drei Divs erstellen. Einmal den Header, den können wir jetzt erstmal so lassen. Den Container und den Footer. Na, genau. So, das sind unsere drei Elemente. Auf unserer Seite passiert dementsprechend jetzt natürlich noch nichts, weil die noch nicht gefüllt sind oder noch nicht gestylt sind oder sonst wie. Und ich würde jetzt erstmal komplett den Inhalt schaffen, also die Struktur. Wie HTML ist halt eine Struktursprache, mit der ihr entscheiden könnt, wie die Seite aufgebaut werden soll. Und CSS ist halt wirklich reines Design, beziehungsweise jetzt Less in dem Fall, um es mir einfach ein bisschen einfacher und schneller zu machen. Genau, wir haben halt hier dieses große Logo, das heißt, hier können wir ruhig nochmal
so ein Span einsetzen mit unserem Logo. Ich setze das jetzt erstmal in Placeholder rein, indem ich das einfach Logo nenne, beziehungsweise den Inhalt. Und dann haben wir jetzt hier nochmal so ein Menü rechts auf der Seite und das können wir einfach mal ganz klassisch Header-Menü nennen. Ich hoffe, das stört jetzt nicht hier im Hintergrund zu sehr. Ich wohne halt auch in der Straße, da ist das etwas lauter ab und zu. Und dieses Header-Menü, das komplette jetzt hier, das hat dann diese Items, also jedes Mal so einen Link. Und da setzen wir jetzt erstmal einfach einen Link hin. Ja, index.html, damit wir wieder zurück auf die Startseite kommen. Und in diesem Link, damit dieser komplette Bereich dann hier klickbar ist, wir sehen jetzt mal hier, ja, ist nur dieser Text klickbar, aber wir wollen eigentlich ganz gerne, dass, ja, es ist auch zum Teil so, dass wenn man hier klickt, dass man genau natürlich dann auch auf die Home-Navigation kommt. Deswegen machen wir das innerhalb dieses Link-Elements. Und zwar setzen wir hier einfach nochmal einen Span rein und setzen das oder nennen das auch Home. Damit wird es erstmal ja, der Seite gleich bleiben und nennen das hier auch doch mal dann lieber Rocket Internet. Jetzt seht ihr hier, das ist in Capital Letters geschrieben. Das können wir dann auch gleich machen mit der Less-Datei. Genau, wir haben dann halt jetzt hier. Können wir der ganzen noch eine Klasse nennen, geben, damit wir die dann auch gleich noch stylen können. Und davon haben wir natürlich hier so ein paar Links. Das sind 5 insgesamt. Machen wir das mal gerade schnell. Und die Links selber ersetze ich jetzt mal kurz nicht. Das hier ist gerade ein bisschen verrutscht. Das muss hier hin. Dementsprechend müssen die 1 eingerückt werden. Was ich jetzt mache, ist halt den Textlink ändern, damit das jetzt einfach mal ein bisschen schneller geht und den Rest können wir noch später machen. Investors und Media. So, wenn wir jetzt mal gucken, ich speichere das Ganze mal, sehen wir jetzt hier das Label, beziehungsweise ja, das, was nachher das Logo werden soll, Home, Companies, Carriers, Investors und Media. Das ist natürlich jetzt gerade absolut ungestylt oder ja, so sahen die Seiten 2000 im Jahr 2000 noch aus, ne? Hier fangen wir dann direkt jetzt mal einen Container weiter an. Dieser Container hat halt diesen Top-Title und dieser Title danach, der etwas größer auch ist. Und deswegen nennen wir das jetzt hier einfach mal irgendwie First Title als Klassennamen, damit wir das später stylen können und setzen da jetzt unseren Text rein. Investment und Growth. Danach kommt unser Span, wo unser Text drin ist. Class, ja, Second Title. Da könnt ihr natürlich dann auch das nehmen, was ihr wollt, beziehungsweise was sprechender ist. Ich versuche da jetzt ein bisschen drüber hinwegzusehen, wie die Benamung der Klassenname ist. Klassennamen sind. Genau. Schwieriges Wort. Aber ich glaube, ich habe es richtig geschrieben. Genau. Reloaden wir das jetzt hier nochmal. Genau. Und dann nichts gestylt. Deswegen sieht das alles noch ein bisschen blöd aus. Legen wir direkt mit dem Footer los. Wir haben hier genauer gesagt Spalten, wie ihr hier sehen könnt. Und diese Spalten können wir auch abbilden, indem wir jetzt hier ein neues Div machen. Also ein Div-Element, nennen das einfach Footer Column. Und in diesem Footer Column ist halt so ein Span, so ein Text. Nennen wir das mal Label. Und das ist von dem Typ, beziehungsweise Footer Column Title. Hier das erste ist Rocket Internet. Und so ein Footer Column hat dann halt noch ein P-Text, wo dann der Text drin steht. In diesem Fall halt hier der Text. Für die anderen Columns sind das dann meistens hier die Links. Genau. Kopieren wir das Ganze mal jetzt hier, damit wir schon mal zumindest zwei haben. Companies ist noch ein Titel. Und hier sind dann diesmal Links, die übrigens auch eine coole Hover-Animation haben.
So, damit diese Links erstmal nach nirgendwo führen, mache ich da einfach einen Hashtag hinter. Das bedeutet das sozusagen. So, und wenn wir jetzt mal hier hingehen und das richtig benennen, das Element, können wir jetzt hier auch dem Ganzen noch eine Klasse geben, damit wir das gleich auch stylen können. Footer Link einfach mal. Und setzen wir mal jetzt hier die Links rein. Kopieren uns das Ganze dreimal. Regional Groups und New Business. Genau, dann haben wir jetzt Businesses. haben wir jetzt die zwei Spalten hier schon mal. Uns das mal anschauen. Es ist alles nicht gestylt, es sieht alles scheiße aus. Jetzt würde ich aber schon mal anfangen, weil diese letzten drei Spalten, ich meine, ich kann gerne erstmal diese Spalte, also die letzte, die wir erstellt haben, kopieren. Viermal haben wir jetzt auch ganz oft hier den Text. Und das würde ich dann halt im Nachhinein noch verändern. So, dann haben wir jetzt hier unsere Footer Columns, diese hier. Und dann kommt hier ganz zum Schluss noch dieser Text, Copyright-Text. Den müssen wir dann natürlich dann auch noch anfügen. Und das machen wir am besten, indem wir hier uns ein neues Div-Element machen. Setzen, nennen das dann Footer Row, weil das ja diesmal eine Reihe ist, sage ich mal. Setzen das alles in einem Label. So, und davor kommt noch ein HR. Dieses HR werden wir gleich sehen, das ist so ein Strich, den wir dann halt dementsprechend auch noch stylen können. Geben wir dem am besten so einen Namen, Footer. Trennstich. Nennen wir es mal Footer Space erstmal. Spacer. Also so ein Raum. Und jetzt haben wir erstmal die komplette Seite eigentlich schon abgedeckt mit dem Inhalt. Die sieht halt so aus. Also würdet ihr jetzt hier die ganzen CSS-Dateien und so weiter entfernen, würde die Seite so aussehen, größtenteils. Und jetzt können wir dann auch schon mal anfangen, und zwar mit dem Header. Gehen wir jetzt hier in die Less-Datei. Ich arbeite jetzt hier komplett mit einer, kann sein, dass es von der Schriftart etwas anders aussieht. Ich nehme hier die Open Sans Schriftart, setze die jedem Element hin, das heißt jedem H1, jedem H2 und theoretisch jedem. Diese Meldung kommt jetzt hier die ganze Zeit, weil ich speichere und dann automatisch jetzt hier in die CSS-Datei kompiliert wird und minifiziert wird. So, dann legen wir mal los. Als erstes würde ich sagen, setzen wir dem ein Padding. Und was ihr hier jetzt auch schon seht, dieser Header bleibt die ganze Zeit oben am Browserfenster hängen. Das heißt, die Position ist fixed. Und damit das alles richtig aussieht, weil wir können jetzt mal hier einfach mal schon mal den Background Gray machen, damit wir einen Unterschied sehen, setzen die Weite auf 100%. Was wir jetzt schon sehen werden, es ist zwar oben, Moment, aber hier oben links und oben ist noch ein bisschen Platz, ist noch ein bisschen Space. Deswegen können wir jetzt hier Left und Top einfach auf 0 setzen und zack, wir sehen, das Ganze ist nach oben gewandert. Was ihr jetzt schon seht, dass durch den Padding wird das alles nach innen gesetzt, beziehungsweise die Größe des Elements verändert sich und der Inhalt wird halt, mehr in der Mitte dargestellt. Was wir jetzt schon mal im Header machen können, gucke ich gerade nochmal nach. Ja, Header. Das ist insgesamt eine Row. Das heißt, ich arbeite jetzt hier nach dem Flexbox-Prinzip. Dazu werden wir auch noch ein Thema machen, beziehungsweise ein Video. Flexbox und dieses Display Flex sagt sozusagen, ich arbeite nach dem Flexbox-Prinzip und Flex Direction sagt, in welche Richtung das gehen soll. Hier unten werden wir dementsprechend dann Flex Direction Column nennen und hier Row, und wir sehen jetzt schon, dass es hier in der Row ist. Das gilt dann für alle Children's Elementen, also für alle Kinderelemente. Jetzt
hier noch den Content halt verändern wollen, können wir jetzt hier auch schon mal Justify Content machen. Das ist die horizontale Position der Elemente. Das ist dann halt in diesem Fall Space Between, also es wird der Platz dazwischen genommen. Wir können uns auch mal kurz hier die anderen anschauen. Space Around wäre dann halt sowas. Muss man halt selber wissen, was man haben möchte. Ich nehme jetzt hier nochmal Space Around, können wir gerne erstmal so lassen. Genau. Und der Header ist ja nicht grau, sondern weiß. Ich lasse den jetzt gerade mal grau, damit wir halt die Sachen besser abstimmen können. Wir sehen jetzt hier, ich setze es doch jetzt nochmal auf Space Routine, damit wir damit besser arbeiten können. Das Logo bzw. halt dieser Text, den wollten wir ja ganz gerne ja, capitalize, also groß machen, die Buchstaben. Ich sehe jetzt gerade hier noch. Wir machen das am besten in zwei Spans, damit wir die Farbe auch richtig machen können. Wir können jetzt nur nicht das Logo direkt reinbauen, weil das einfach auch zu viel Zeit brauchen würde. Und das Ganze müssen wir jetzt hier nochmal in einen kompletten Span reinsetzen, damit das halt wieder zusammenkommt. Weil ansonsten würde der Space Between wieder nehmen und dann würde die Labels unterschiedlich positionieren. Genau. So, gucken wir jetzt nochmal. Der erste Text ist rot und der zweite ist weiß. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rein. Ich fange mal jetzt hier an, wieder neu. Man müsste das jetzt nicht machen, aber ich möchte das ein bisschen aufgebaut haben. Und zwar haben wir jetzt hier einen Span. Und da drin ist wieder ein Span. Das müssen wir jetzt leider so ein bisschen blöd machen, aber das wird dementsprechend auch wieder besser. So, Span. Der erste Span hat eine Color von Red. So, muss gerade mal gucken. Und First Child hat eine Color von Red und der Last Child, also der danach, hat eine Color von Black. So, gucken wir das mal an. Es ist direkt angenommen worden. Können jetzt hier gerade mal gucken, das ist natürlich ein Image. Können aber hier gucken, welche Color da benutzt wird. Das ist so ein Rot, aber wir können auch genau die gleiche Color nehmen. Dann ist es direkt die richtige. So, zack. Und wir sehen Rot und Schwarz, so wie im Logo hier auch. Wir sehen jetzt hier noch, dass die Größe der Schrift ein bisschen größer ist. Hier können wir das auch mal ein bisschen vergrößern. Wir sehen jetzt, das ist direkt größer und damit aber auch der komplette Header. Dementsprechend würde ich jetzt hier einfach mal das Padding ein bisschen runtersetzen und weitermachen. Was wir gerade eben noch gesehen haben, ist, dass die Buchstaben groß sind. Damit legen wir jetzt los. Text Transform, da ist es, Capitalize, nee, Uppercase, genau. Und wir sehen direkt, die Buchstaben sind groß geschrieben. Wir sehen jetzt hier noch, dass die Buchstaben selber ein bisschen ja, näher beieinander sind. Wir können jetzt mal gucken, ob das schon ausreicht. Nein, natürlich nicht. Nehmen wir mal 0,5 Pixel. Okay, das macht es natürlich dann schon wieder größer. Nehmen wir 0. Ich weiß nicht, ob man hier sogar Minuswerte einsetzen kann. Ja, kann man. Versuchen wir das mal ein bisschen sanfter. Ja. Das sieht schon annähernd richtig aus. Ist natürlich nochmal eine andere Schriftart oder beziehungsweise eher ein Image, deswegen können wir das nicht komplett nachbilden. Genau. So, jetzt haben wir schon den ersten Teil. Jetzt können wir eigentlich auch schon zu dem Menü hingehen. Wir haben jetzt hier die Klasse Header-Menü. Und was wir erreichen wollen, ist ja, dass die Elemente halt dementsprechend halt die Items auch angezeigt werden. Gucken uns das jetzt hier nochmal an. Genau, da sind jetzt bis jetzt die Elemente und wir haben auch hier die Header-Menü-Items. Die können hier mit rein. Die Farbe muss auf jeden Fall schwarz sein und wir machen mal die Stärke der Schrift ein bisschen schwerer. Genau. Und was noch wichtig ist, Text Decoration.